confirmed that. Okay. Am Start bei der EMTB-Challenge in Riva und jetzt dauert es noch so eine Viertelstunde, dann geht es auch tatsächlich los. Wir freuen uns schon, Wetter ist perfekt, Briefing läuft jetzt und hier sind noch wieder Teilnehmer vom E-Bike-Camp in Kaltern. Hier alle anstehen. Die Bella. Lasst euch noch ein bisschen Zeit, es dauert. Hallo, 23, ja. Die Petra. Alle Jahre wieder. Und hier gibt es jetzt eben die Karte, der man nachfahren muss. Wir haben die Karte und suchen jetzt Orientierungspunkt 1. Da muss man ja immer die Orientierungspunkte suchen. Und dazwischen sind dann die Challenges, bei denen es auf Zeit und Technik geht. Ja, den Track könnt ihr natürlich dann bei uns auf Komoot finden, falls ihr die Runde nachfahren wollt. Damit ihr sie auch mal gesehen habt, das ist die Karte. Und hier den 1er-Punkt suchen wir jetzt. Dann geht es weiter zum 2er. Dann kommen auch hier die Stages. Das ist dann die S-Nummern. Und später, hier gibt es Essen, sind wir dann nachher mit Orientierungspunkt 10 wieder im Ziel. Juhu, Orientierungspunkt 1 haben wir gefunden. Übrigens, zwischen den Orientierungspunkten ist ja egal, was man macht. Hauptsache, man kommt da an und man radelt. Ich glaube, wir sind ein bisschen off-track. Aber wir haben halt gigantische Aussicht. Und es geht auch steil hoch. Steil, ja. Jetzt stimmt er auch. Im Blick, Olivenhaine, wir mittendrin. Mega schön schon wieder. Also echt saugut. Yes, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wieder der Blick über den See. Um Akku rum ist man zwar nicht so hoch oben, aber man hat trotzdem immer wieder einen genialen Ausblick. Und für die EMTB-Challenge ist es echt eine schöne Region, finde ich. Jetzt sind wir hier bei Stage 1 angekommen. Das ist gleich mal eine Downhill-Stage. Oh ja, sieht aber aus, wie wenn es mit Uphill losgehen würde. Ah, das ist aber eine Uphill. Ha, komisch, ist dann mit Downhill eingeschrieben. Ist ja voll kacke. Oh, aber das stand doch mit Downhill eingeschrieben, kann das sein? Okay. Das ist ja gemein, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Okay, ihr merkt, man muss auf alles vorbereitet sein. Da stand Downhill, geht aber hoch. Damn! Im Nachhinein betrachtet stand da Up-in-Downhill-Strecke. Ich habe aber wirklich nur Downhill gelesen. Nico ließ gleich. Wir waren relativ im Stress, weil hinter uns eine große Gruppe kam und wir halt niemanden aufhalten wollten. Manchmal lohnt es sich da ein bisschen genauer die Karte anzuschauen, weil dann hätte man gesehen, was einen erwartet. Und ich verkacke, würde ich behaupten. Mist. Das wäre machbar gewesen, aber halt mit dem richtigen Gang und so. Ja, wie ihr seht, ich habe mich dann von Anfang an ordentlich geärgert, weil das war natürlich sehr, sehr doof, aber eigener Fehler, ja, gehört dazu, kann passieren. Schade halt, weil man ja nicht so oft bei so einem Rennen mitmacht, wenn man dann gleich die erste Stage verkackt. Aber bleibt dran, weil es kommen noch richtig gute Sachen und in Summe hat es natürlich trotzdem mega viel Spaß gemacht. So, Stage 1 ist hinter uns, allerdings ein bisschen schade. Auf der großen Tafel stand ja nur Downhill. Downhill. Es ging aber mit No-Feed-Zone erstmal in den Uphill. Und wenn man die kleine, also die Karte, die man quasi dabei hat, angeschaut hätte, hätte man es wissen können. Haben wir natürlich nicht gemacht. Sind wir selber schuld, aber man ärgert sich halt dann, weil man kann es ja nicht wieder rückgängig machen. Orientierungspunkt 2. Wenigstens etwas. Da checkt man es natürlich besser ab. B heißt No-Feed, es geht wieder up and down. Ich glaube, jetzt haben wir es dann verstanden. Verdammt. Ärgerlich. Lasst euch nicht täuschen, ich habe die Sektionen in den Stages ein bisschen gekürzt, damit es nicht langweilig wird und der Uphill sieht um einiges flacher aus, als er tatsächlich war. Also man musste schon ein bisschen schuften, ihr merkt dann auch, ich schnaufe ganz schön, wenn es in den Downhill-Part geht und das ist natürlich dem geschuldet. Wieder Blick über den See ist einfach so gut. Einmal ist man allein unterwegs und dann fährt man immer mal wieder auf andere Biker auf. Ja, jetzt ist schon ein bisschen mehr los. Das ist jetzt alles die Schlange für Stage
müsste lügen, 2 glaube ich, 1, na egal, 1. Und wir fahren jetzt zur Dreier. Orientierungspunkt Nummer 3, gerade eingescannt. Mit Pinkelpause. Ja, aber nicht von uns. Nicht von uns. Die Schweizer haben das als Klo für sich erkannt. Das ist ein bisschen seltsam, direkt neben dem Punkt. Das wird spannend, da steht jetzt ausnahmsweise mal nichts von Uphill. Mal schauen, ob wir einen finden werden. Ja. Na, Spaß. Wir haben das einfach verschlafen bei der ersten und jetzt ärgern wir uns halt. Ansonsten ist es echt, echt geil bisher. Haben auch einen fetten Grinser im Gesicht. Okay, es geht los. Diesmal schicke ich euch mit Nico mit. Wir hatten natürlich beide die Kameras rum und es gibt einen Wechsel immer mal wieder zwischen uns beiden, damit es auch ja, interessant bleibt für euch. Das ist dann wahrscheinlich diese Tight Corner. Huiuiui. So. Oh ja. Fast Crash. Alles dran. Ja. Das wird zum Glück. Jetzt Augen auf der linken Seite steht der Fotograf. Habt ihr den gesehen? Wir wissen aber noch nicht, wo die Bilder gibt. Mal schauen. Das ist eigentlich ein bisschen rutschig. Also man darf sich nicht zu sehr spielen, weil es so trocken ist. Aber eher, ja, schöne Trails auf jeden Fall. Super schön. Hier bin ich. Yes. Ah, diesmal fahre ich, glaube ich, gleich nur, weil es zu schön ist. Ich kann nicht stoppen. Es macht einfach zu viel Spaß. Sorry, Nico. Ich habe leider kein Video von Stage 3 von dir gemacht. Nimm es mir nicht böse. War super schön. Gar nicht so einfach hier, aber eben mega schön. Ist jetzt aber auch nicht mehr in der Wertung drin. Also hier ist kein Zeitdruck, aber eben Mords Gaudi. Also das taugt mir. Wir sind wieder auf der Suche nach dem Orientierungspunkt. Diesmal haben wir uns vorgenommen, den nicht auszulassen. Hoffen wir, es klappt. Sonst haben wir 10 andere hinter uns, die uns auch folgen. Die dann auch den verpassen. Diesmal machen wir es besser. Also die Strecke ist nicht gleich wie beim letzten Mal, aber ähnlich. Also die Trails sind anders, die Orientierungspunkte auch ein bisschen. Der hier ist allerdings... Nein! Nicht gleich, der ist auch nicht gleich. Verdammt! Wir haben Parkplatz diesmal, aber trotzdem hier. Dup, dup. Also viel Spaß noch. Jetzt so eine Transferstrecke zwischen den Stages und den Orientierungspunkten, damit ihr die auch mal ein bisschen seht. Die sind zum Teil auch wirklich super schön. Macht Spaß. Ja, Orientierungspunkt Nummer 5. Also man denkt immer, man wäre nicht im Stress, aber man ist im Stress. Puh, wenn man sich nicht anstehen will, muss man sich beeilen. Diesmal habe ich extra gefragt, ob es mit rauf oder runter anfängt, dann sagt er mit. Uphill geht aber runter. Heute verzweifle ich ein bisschen, aber ist ja für alle gleich. Von dem her würde ich einfach mal behaupten, ich stelle mich ein bisschen blöd an. Scheiße, sobald man sich selber loben will, macht man einen Fehler. So, jetzt kommt hier der Short Downhill. Willst du noch pumpen? Ja. Nico muss pumpen. Tubeless ist der Traum, hat er mir gesagt. Wir bestätigen das noch nicht. Ich habe gestern zu wenig Luft zu viel Luft rausgelassen. Ja, ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Und damit ging es dann auch tatsächlich ab auf Stage 5, den Short Downhill, und der war auch voll cool. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo hin. Wow, Rocky, war doch schön. Werden wir gleich sehen, was passiert. Läuft schon. Oh, jetzt kommt das Treppen da. Number 6. Transferstrecke zwischen Orientierungspunkt 6 und 7.
Und dann kommt schon die Essensstation. Also, das war jetzt für meinen Geschmack schon wieder fast zu schnell vorbei. Es macht super viel Spaß, versteht es nicht falsch. Aber gerade weil es so viel Spaß macht, da will man mehr und mehr. Und ja, dann ist es irgendwie schade, wenn es dann schon wieder fast rum ist. Aber Orientierungspunkte müssen wir noch 7, 8, 9 und 10 sammeln, also noch 4 Stück. Ja! Nummer 7! Die letzte vorm Essen, soweit ich weiß. Ja, 10. Also 3 brauchen wir schon noch. Aber dazwischen gibt's Mangiare. Hört ihr den Sound? Ein guter. Geht hier eben den Radweg entlang, ziemlich idyllisch, bis nach Arco zurück. Wodala, wir haben die EMTB-Challenge fast geschafft. Jetzt geht's zum Mittagessen. Ich schalte mal den Turbo ein. Und du so? Ja, die Burg von Arco liegt vor uns. Mach nochmal. Eieiei. Ich feiere das ja nicht so, aber einer von den Zuschauern hat letztes Mal auch drunter geschrieben, er feiert, dass Nico sich wie ein 15-Jähriger benimmt. Voll süß hier der Weg durch. Hunger! Schaut mal die Burg! Mal die Burg! Hallo, ich bin die Petra und wer seid ihr? Der Weg hier gehört vermutlich zu der Radwegerweiterung rund um den Gardasee. Sieht richtig der cool aus. Der Gardasee ist da vorne, hier ist doch kein Gardasee mehr. Der schaut aber genauso aus wie der nach Limone. Jetzt gibt es auch schon das Essen, so gut. Einmal Amatriciana und einmal Bolognese. Mmh. Gefressen geht es für uns weiter. Jetzt fehlt noch Orientierungspunkt 8, 9 und 10. Wo ist der Kaffeechall, oder? Ja, Kaffeechall. Brauchen wir jetzt tatsächlich auch noch. Ich bin ganz schön voll gefressen. Pasta-Konsum erhöht das Sehvermögen, wie es aussieht. Ah ja, oh, das haben wir natürlich leider nicht gefilmt. Über das Tennisstadion oder halt aus dem Tennisplatz raus ist der Ball gekommen und Nico hat ihn tatsächlich gefangen. Gefangen. Bringt Glück, glaube ich. Nicht dem Tennisspieler, der ihn rausgeschossen hat. Orientierungspunkt Nummer 9, der vorletzte. Was ist Nummer 9? Ja. Auf dem Radweg entlang geht's wieder zurück nach Riva. Jetzt fahren wir gerade so um den Brione rum. Durch die Weinfelder. Das sieht auch sehr cool aus. Das sind keine Erdbeerfelder? Nein, das sind keine Erdbeerfelder. Ach so. Und der Wetter hat zugemacht, aber es ist noch immer fein. Bis jetzt kein Niederschlag. Also war genial. Alle guten Dinge sind 10. Wir haben es geschafft. Jetzt muss man nur noch das Ziel finden. Juhu! Hier geht es ja um nichts, weil wir haben schon alle Pünktchen gesammelt und die schnellen Stages sind schon rum. Jetzt heißt es nur noch ankommen. Deswegen wundert euch nicht. Oh, Nico ist eh schon wieder fast verkackt, warum wir gerade langsam einrollen. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Hier, durch. Was ist hier denn? Ja, hier, natürlich hier. Wir sind einer der Ersten, weil die anderen noch beim Mittagessen sind. Das stimmt. Prost! Cheers. Für uns geht es jetzt nochmal einen Sprung übers Festivalgelände. Ja. Ganz schön was los hier. Noch ein paar Eindrücke einfach vom Festival. Schaut mal, bei den Mädels, diesmal habe ich den zweiten Platz geschafft und das ist die Siegerin. Wie heißt du denn? Melanie. Hallo. Melanie aus? Woher kommst du? Österreich. Tirol. Tirol. Das passt doch perfekt. Gratuliere nochmal ganz herzlich. Ja, gratuliere. Bist du nächstes Mal wieder dabei? Ja, auf jeden Fall. Das war's dann auch schon wieder von der EMTB-Challenge, aber wir haben noch weitere Videos aus Riva für euch gedreht. Einmal Vorstellungen von Neuheiten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt rein. Und einmal, wie man schwergängige Reifen montieren und demontieren kann. Das ist sicher auch super interessant, nämlich mit Tipps direkt vom Profi.